Wir wurden jetzt gerade zurückgewiesen und ich fand das auch schon ziemlich krass. Das ist scheiße. Ja. Anstatt wir zueinander finden, gehen die Leute direkt auf Distanz. Und schön, dass ihr am Start seid. Zu einem neuen Video heute mit einem noch nie so einem wichtigen Thema. Zufällig gerade, merke ich jetzt gerade, auf dem alten Bundeswehr-Übungsgelände, das geschlossen wurde inzwischen. Dieses Video, und das ist eine ganz klare Ansage, gegen diesen Krieg. Wir alle haben da keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf. Und das ist kompromisslos ein Video gegen das Ganze. Aber auch gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung, gegen Hass, der inzwischen hier in Deutschland auf die Russen übergeschwappt sind. Und das scheinen viele leider nicht zu begreifen. Die Russen in Deutschland, das waren unsere Brüder und das sind immer noch unsere Brüder. Die haben da nichts mit zu tun, die haben da selber keinen Bock drauf. Und immer wieder tauchen jetzt Videos auf, man hört selber Sachen, dass Leute Hass erfahren. Und ich möchte die Leute wieder zusammenführen, möchte heute russisch essen gehen, zusammen mit Charo. Wir haben traurige Sachen auch in diesem Video erfahren. Leute haben Angst, Leute haben wirklich Angst, haben uns deshalb nicht filmen lassen. So, das werdet ihr in diesem Video alles sehen und wir gehen jetzt fressen. Kleine Ansage gleich noch aus dem Dunkeln und dann geht's weiter ins Video zum Essen. Auch eine Bitte unbedingt, mir sehr, sehr wichtig, eure Meinung, wie ihr das findet, dieses ganze Video. Und auch zu der Thematik gerne eure Meinung in die Kommentare. Weil das Video so wichtig ist, random ein 100-Euro-Gutschein, den ich von allen Kommentaren aussuche, irgendwas pinne ich an als Belohnung, um den Algorithmus nochmal zu pushen, damit das Video viral geht. Und haut ordentlich die Kommentare voll, bitte. So Leute, wir sind mitten auf dem Kiez am Start. Traurigerweise, ich weiß nicht, womit es zu tun hat, erster Laden, wo ich war, zu. Zweiter Laden ist so ein kleiner Streetfood-Stand, gar nicht am Start, ist überhaupt nicht da gewesen. Jetzt haben wir hier osteuropäische Spezialitäten. Werden uns da mal ein bisschen reinsnacken. Teigtaschen, ich liebe Teigtaschen auf den Tod. Mit Fleischfüllung, egal was, ich liebe das. Jetzt fange ich schon wieder das Stottern an. Charo wird gleich dazu kommen, denn wenn wir uns hier was reinsnacken, dann haben wir noch auf dem Programm ein weiteres, sag ich mal, normales russisches Restaurant. Muss ich erst mal fragen, ob wir da drehen können. Ja, und wir werden jetzt reingehen und dann snacken. Bevor Charo kommt, habe ich schon bestellt. Schön Teigtaschen. Ich habe einmal mit Hähnchenfleisch und Pilzsoße. Und dann habe ich hier so dreierlei frittierte Teigtaschen. Ich hoffe, Charo geht damit konform. Voll der Professor mit der Sprache gerade. Wir werden hier schön snacken und euch sozusagen die russische Esskultur ein bisschen näher bringen. Das erste Mal, dass ich wirklich russisch in einem Restaurant auch esse. Grüß dich. Alles gut? Ja, muss bei dir auch? Alles bestens. Das freut mich. Also, Charo hat sich bereit erklärt, testen schön was russisches Teigtaschen. Das hört sich sehr gut an. Ja, und ich habe auch schon was für uns bestellt. Einfach jetzt mal mit Hähnchen. Teigtaschen mit Hähnchen und so ein Dreierlei. Mit Pilzfüllung, was heißt vegetarisch? Ich glaube vegetarisch. Ja, er hat einfach gesagt, mach mir das Geilste so. Mama mia. Hast du schon russisch gegessen mal? Einmal nur mit Mäus. Das war aber Kaukasus dann, ne? Ja. Russisch war ich noch nicht explizit essen. Und von daher würde ich sagen, bis immer. Christian Abuzzoni ist auch am Start. Ehrengast. Ja, heute. Was ist das denn? Hast du hier schon ein Bierchen bestellt? Oh, das haben die, glaube ich, so. Das ist für Abuzzoni aber im 2x2. Oder sitzt hier Rumbelecki irgendwo? Nee. Sieht gut aus, ja. Willst du vielleicht nur einmal kosten, aber Sonny? Ja, ich trinke gar kein Bier, aber ich rieche gerne, Mann. Ich würde gerne dazu was sagen. Ja. Guck mal, Leute, ich habe wirklich jede Menge Sünden gemacht in meinem Leben. Gott möge mir verzeihen. Aber was ich noch nie gemacht habe, ohne Scheiß, ich habe noch nie in meinem Leben Bier getrunken. Ehrlich? Ich schaff das nicht. Ganz ehrlich, riech mal, das riecht schon gut. Das riecht so leicht süßlich. Boah, das riecht lecker. Am liebsten würde ich jetzt trinken, Mann. Mach keinen Mist. Ex-Alkoholiker, stiftet er mich an hier. Der Gastfreundschaft halber müssen wir das irgendwie verschwinden lassen. Wisst ihr, ich meine, das ist unangenehm. Was sagt ihr so von der Optik hier, der Laden? Macht das her, ne? Sehr rustikal, wirkt aber auch sehr bequem und gemütlich, würde ich sagen. Gemütlich, heimisch schon, ja, ne? Gut bürgerlich, ja. Kann man auch sagen, ne? Guckt euch hier die kleinen Häuser an. Was sagt ihr zu den kleinen Häuschen da, die da stehen? Sehr süß. Ja, gut, dann wollen wir uns mal den Fokus aufs Essen legen. Genau, guck jetzt. Wo darf ich mich setzen? Auf meinen Schoß im Zweifelsfall. Wir haben hier jetzt einmal Pegmini. Das ist das, was ich mit Mois zusammen gekocht habe. Das habt ihr zusammen gekocht? Bei Bee's Kitchen, genau. Grüße gehen raus an Mois. Dann würde ich mal sagen, snacken wir einfach mal zu. Das hört sich gut an. Gefüllt mit? Das sind drei verschiedene. Einmal mit Weißkohl, einmal mit Champignons und einmal mit Rote Bete Ricotta. Und hier ist Hähnchen drin. Das Hähnchen drin, genau. Mm. Ich komme mal hier einmal rüber. Und das ist so eine Champignon-Rahmsoße? Ja. Mhm. Das ist Oh, die muss auch passen, verdammt heiß. Guck mal, die triefen, die triefen, die triefen. Guck mal hier rein, Leute.
schön würzig. Sehr, sehr lecker. Ich glaube, das ist ziemlich pfefferlastig, ne? Oder was ist das für ein Gewürz da drin? Das ist Piment. Ist auch eine Pfeffersorte. Das ist ja noch mal intensiver vom Geschmack. Also ich würde wirklich schätzen, dass das Piment ist. Schön deftig einfach das Essen, ne? Mama mia. Mama mia. Hier habe ich einen jetzt mit Rotkohl erwischt. Ja, man was weiß. Boah. Die sind geil, das hat. Die musst du probieren. Hat was sowas wie eine europäische Frühlingsrolle. Ich schwöre dir, Charo, das wollte ich eben sagen. Hätte ich den jetzt wieder rausgehauen, du hättest gesagt, was willst du von mir? Hätten die Leute gedacht, ich laber wieder nur Mist. Nee. Mhm. Der Rolle labert kein Mist. Wie kommt ihr da drauf, Leute? Guck mal, Teig, ein bisschen Hähnchenfleisch, ein gutes Gewürz. Mama mia. Ich muss dir Props geben für diese Videoidee. Wir kriegen ja mit, dass manche Läden oder manche russische Staatsbürger diskriminiert werden, ja, aufgrund ihrer Herkunft. Die können nichts dafür für diesen blöden Krieg, sag ich mal. Richtig. Ja, und ich finde es super, dass du auf die Leute zugehst und zusammen bist. Danke, Charo. Danke für die Worte. Props. Sehr stark. Wir wollen alle Toleranz, Akzeptanz, Nächstenliebe, ja. Und wenn einer auf der Welt durchspielt, kann nicht das ganze Land dafür verurteilt werden. Sehr solide Rolle. Und ich würde jetzt hier meinen Kameramann, ich kann es immer nicht ansehen, wenn der Sabba hier Mundwinkel runterläuft. Sehr leckeres Hähnchenhack. Geil. Mhm. Also es erinnert mich komisch, weil so ein bisschen noch an Königsberger Klopse, hast du schon mal gegessen? Nee, das habe ich noch nicht gegessen. So integriert bin ich die noch Füllung, nicht. Die Füllung, ne? Erinnert daran, oder Tristan? Man vermutet auch irgendwo Kapern da drin. Das sieht nicht danach aus. Nee. Aber lecker. Schau, wenn du einfach jetzt dem Essen eine Bewertung geben müsstest, was würdest du geben? Also, die sind auf jeden Fall fast genauso gut, wie ich die damals mit Mäus gemacht habe. Ich habe die damals mit Hackfleisch gemacht. Mhm. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Pelmeni esse. Das ist ja so ein Gericht, was ich nicht alltäglich esse. Von daher ist das schwierig. Finde ich auch sehr schwer. Da soll man auch ein bisschen Luft nach oben haben. Ich würde da eine glatte 8,5 geben. Das schmeckt wirklich brutal, Leute. Wirklich sehr, sehr gut. Das liegt jetzt auch nur daran, weil ich nicht so oft Pelmeni gegessen habe. Ja. Deswegen langsam herantasten, 8,5 Punkte. Ich gebe trotzdem einfach mal eine 9, weil ich finde da nichts Verkehrtes. Ich glaube, das ist einfach nahezu perfekt gemacht. Ich gebe eine 9, aber wir sind uns einig, es war einfach sehr, sehr lecker. Achla Abo Holle. Habibi. Also wir sind hier übrigens mitten auf der Reeperbahn gewesen. Hier direkt rechts rein, steht auch dann in der Videobeschreibung. Russische, kaukasische Spezialitäten. Da sind wir richtig. Wir wurden jetzt gerade zurückgewiesen und ich fand das auch schon ziemlich krass. Er hat russisches Essen hier, aber er möchte nicht angefeindet werden. Er hat jetzt schon ganz viele schlechte Kommentare im Internet bekommen. Das ist scheiße. Ja. Anstatt wir zueinander finden, gehen die Leute direkt auf Distanz. Und das ist scheiße, Leute. So. Wir müssen das denn aus unserem Land wenigstens den Hass rauskriegen und diese scheiß Trennung und die Ausgrenzung. So. Verstehst du auch nicht. Also ich gehe mal höher, sonst sehe ich so aus wie ein Lauch neben der Schau. Du bist schon zweimal gut, breiter. Ich danke dir fürs Dabeisein, Mann. Dann muss das Video jetzt vorbei sein. Hat trotzdem Spaß gemacht. Oh, ja, Olle, ist immer geil, dich zu sehen. Ob mit Game, ohne Game, im Hellen, im Dunkeln. Ich freue mich, dich immer zu sehen. Freut mich auch. Und denk dann, mir den Charon Abo da zu lassen. So ein herzensguter Mensch mit Habibi, geilen Olle. Missionen auch, Mann. Danke, geilen Missionen. Danke dir, Habibi. Gerne. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.